Mein Name ist Hassan Ghazi aus Syrien. Ich bin der Vater von Karim und Said. Ich bin Aya. Ich bin Zaina. Mein Name ist Klaus Hara. Mein Name ist Binazi Yusufi. Ich heiße Steffi Mamba. Ich heiße Eric Chungwa. Mein Name ist Rai. Und mein Name ist Han. Hallo, ich bin Raika. Ich bin die Albulina Nika. Bist du hier in Deutschland aufgewachsen oder wie lange bist du schon da? Nein, ich wurde im Kosovo geboren. Bis zu meinem 5. Lebensjahr haben wir dort gelebt. Und dann sind meine Eltern als Flüchtlinge nach Deutschland eingereist. Mhm. Also meine Eltern, meine Geschwister. Damals, ich bin die Älteste, mein 2 Jahre jüngerer Bruder und meine 4 Jahre jüngere Schwester. Und ihr seid dann 5 zu 5 gewesen, als ihr nach Deutschland gekommen seid. Ja. Und warum haben sich deine Eltern damals dafür entschieden, nach Deutschland zu kommen? Die Situation im Balkan war in den 90ern etwas problematisch. Es gab viele Kriege. Meine Eltern sind geflüchtet aus Sorge. Für das Land selber haben sie sich entschieden. Wir hatten schon Bekannte hier, also man kannte Menschen, die hier dort leben. Und ja, und dann sind sie den Weg hierher gegangen. Haben die dann irgendwann noch Sprachkurse hier besucht, deine Eltern? Ja, beide haben es versucht. Mein Vater hat zum Beispiel den Deutschkurs abgeschlossen hier. Mein Vater hat sogar einen Schulabschluss hier abgeschlossen. Er ist Schlosser und hat versucht, seine Abschlüsse, die er in ehemaligen Ex-Jugoslawien hatte, hier anerkennen zu lassen und hat dabei seinen Meistertitel anerkennen lassen. Dazu musste er nochmal zu einer Prüfung. Ah, okay. Das hat er gemacht bei meiner Mama. Ich glaube, für sie war es schwierig mit 4 Kindern. Ihre Deutschkenntnisse sind nicht so gut. Und im Landkreis haben versucht, Schulen zum Beispiel viel ehrenamtliche Arbeit zu betreiben und haben zum Beispiel so hauswirtschaftlich versucht, mit Müttern Spätzles backen, am Nachmittag so. Einfach so Unternehmen, ja, gemeinsame. Genau. Dein Vater, du hattest gerade eben gesagt, der hat seinen Meistertitel anerkennen lassen. Das Anerkennungsverfahren, das läuft ja hier immer ein bisschen unterschiedlich ab, je nach Beruf. Wusste er damals, an wen er sich da wenden kann? Hat er irgendwie eine Anerkennungs- oder Beratungsstelle aufgesucht? Da gibt es so eine Handelskammer. Ja. Und er hat sich damals bei denen erkundigt. Du hattest jetzt auch vorhin mal erwähnt, dein Mann, der kommt auch aus dem Ausland. Aus dem Ausland, genau. Ja. Und der hat hier auch ein Anerkennungsverfahren durchlaufen, oder hat er sofort in seinem Beruf hier gearbeitet? Genau, also mein Mann, der ist mit Anfang 20 hergekommen, also ich war 20, er 23. Er hat seine Abschlüsse, die wurden hier nicht anerkannt. Er hatte das Abi und hatte damals überlegt, ob er weiter studiert in seinem Heimatland. Aber uns haben viele gesagt, das bringt hier nichts. Also hat er es gelassen und hat sich eher dort im Ausland auf das Herkommen vorbereitet und hat Deutschkurse besucht. Und als er dann herkam, aus dem Handwerkerberuf und dann ist er eingestiegen als Handwerker. Im Kosovo läuft das nochmal ein bisschen anders ab. Die Ausbildungen sind nicht so intensiv wie hier. Also sind eher so wie Praktika, würde man bei uns sagen, oder Kurse. Und dann hat er das gemacht als Stuckateur. Und da sind wir jetzt auch am Überlegen, ob er jetzt nach 10 Jahren Berufserfahrung das sich anerkennen lässt. Und was ich auch immer ganz toll finde, die Website Anerkennung in Deutschland. Okay. Da gibt man einfach den Beruf ein, den man erlernt hat. Und dann zeigt einem die Website Schritt für Schritt auf, welche Unterlagen man benötigt, was die nächsten Schritte sind. Okay, das kann ich nicht. Genau, wie viel es kostet und wer einen noch dabei unterstützen kann in der Nähe. Ich finde es richtig praktisch, also falls ihr da euch demnächst dann doch noch auf die Suche macht. In Video 1 wurden bereits Anerkennung und Zeugnisbewertung angesprochen. An dieser Stelle werden nun nochmals die Informationsmöglichkeiten aufgezeigt. Das Portal Anabin stellt Informationen zur Bewertung ausländischer Bildungsnachweise bereit. Auf dem Portal werden alle ausländischen Bildungsabschlüsse aufgelistet und es wird aufgezeigt, wie die ausländische Qualifikation im deutschen Bildungssystem eingestuft wird. Zuständig für Zeugnisbewertung ausländischer Hochschulqualifikationen, Gleichwertigkeitsbescheiden für nicht reglementierte Berufe und weitere Gutachten zur Vergleichbarkeit ausländischer Bildungsabschlüsse ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, kurz ZAB.
Mithilfe des Portals Anerkennung in Deutschland können Fachkräfte erfahren, ob sie den eigenen beruflichen Abschluss für die Berufsausübung anerkennen lassen können bzw. müssen. Das Portal zeigt Schritt für Schritt das Verfahren für die Anerkennung des jeweiligen Berufes auf und die Kontaktdaten der zuständigen Stellen. Die Informationen zum jeweiligen beruflichen Anerkennungsverfahren können in 11 Sprachen angezeigt werden. Auch fachliche Informationen rund um das Thema Anerkennung werden für Beratungsstellen, Behörden und Arbeitgeber in Deutsch und Englisch bereitgestellt. Das BQ-Portal wurde 2011 auf Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ins Leben gerufen. Es beinhaltet 99 Länderprofile mit mehr als 4.500 Berufsprofilen, rechtlichen Grundlagen zum Thema Fachkräftesicherung, wertvolle Informationen rund um das Thema Anerkennung und richtet sich an Kammern, Unternehmen, Beratungsstellen und Interessenten. Die Hotline Arbeiten und Leben in Deutschland ist ein zentrales telefonisches Informations- und Beratungsangebot für internationale Fachkräfte und Zuwandernde. Sie wird gemeinsam vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit angeboten. BeraterInnen der Hotline beantworten Fragen zu den Themen Jobsuche, Arbeit, Beruf, Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, Einreise und Aufenthalt, Deutschlernen und dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Die Beratungen werden auf Deutsch und Englisch angeboten. Das IQ-Netzwerk ist Teil eines gemeinsamen Förderprogramms Integration durch Qualifizierung von EU und Bund. Die Arbeit des IQ-Netzwerks untergliedert sich in 4 Handlungsschwerpunkte. Dazu zählt auch die Beratung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, die in Beratungszentren angeboten werden, unter anderem auch im Regierungsbezirk Stuttgart. Auch Personen aus Stadt und Landkreis Heilbronn können sich per Mail an anerkennung@avo-stuttgart.de oder telefonisch an diese Beratungsstelle wenden. Ein weiterer Handlungsschwerpunkt in der Arbeit des IQ-Netzwerks ist die Qualifizierungsberatung. Das Ergebnis eines Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahrens kann auch sein, dass die ausländische Berufsqualifikation nur teilweise anerkannt wird. Dann müssen Nachqualifizierungen erfolgen, um die ausländische Berufsqualifikation vollständig anerkennen zu lassen. Hier helfen die Qualifizierungsberatungsstellen. Für einige Berufsgruppen hat das IQ-Netzwerk eigene Qualifizierungsmaßnahmen in unterschiedlichen Städten geschaffen und informiert in den Beratungen gegebenenfalls auch über Fördermöglichkeiten. Mit dem Projekt MIRA mit Recht bei der Arbeit bietet das IQ-Netzwerk außerdem Beratung zu sozial- und arbeitsrechtlichen Fragen für Geflüchtete und Drittstaatsangehörige an. Die Standorte von MIRA sind in Karlsruhe und Stuttgart. Was hast du dann für Schulen noch besucht? Auf der Grundschule, dann hatte ich die Empfehlung für die Hauptschule. Dort haben sie nach einem halben Jahr aber gesagt, ich wäre falsch. Okay. Ich war anscheinend sehr gut und bin dann auf der Realschule. Dort habe ich ganz normal bis zu 10 meinen Realschulabschluss gemacht und danach habe ich, ehrlich gesagt, das Bewerbungsverfahren wieder so eine Sache. Da konnten meine Eltern mich gar nicht so viel unterstützen. Im Landkreis hatte ich auch das Gefühl, dass es gar nicht so die vielen Möglichkeiten gibt wie hier, dass man vorbereitet wird auf ein Vorstellungsgespräch oder so oder dass jemand mit mir mal durchgeht, wie Bewerbungen geschrieben werden. Ich habe mich dann wirklich damals selbstständig in der Bücherei bei uns hingehockt und mich da informiert und mir selber meinen Lebenslauf da zusammengestellt. In Deutschland wird sehr viel Wert auf Bewerbungsunterlagen gelegt. Es empfiehlt sich, die Unterlagen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz sorgfältig vorzubereiten. In der Bewerbung werden Qualifikationen und Erfahrungen beschrieben. Der Bewerbungsprozess ist sehr formell. Arbeitgeber erwarten in der Regel eine schriftliche Bewerbung mit einem Anschreiben, einem Lebenslauf, Zeugnissen und Arbeitsnachweisen. Zeugnisse und andere wichtige Dokumente sollten Sie in deutscher Sprache vorlegen. Immer öfter sind auch Online-Bewerbungen möglich. Erkundigen Sie sich immer genau, in welcher Form der Arbeitgeber die Bewerbung haben möchte. Viele Institutionen wie die Agentur für Arbeit, die Migrationsberatungsstellen und die ARGE Flüchtlingshilfe bieten Bewerbungstrainings an. Dort lernen Sie, wie eine Bewerbung geschrieben wird und was sie enthalten muss. Online-Unterstützung bietet auch die Website Europass, auf der Schritt für Schritt Bewerbungen mit Hilfe von Vorlagen erstellt werden können. Eine individuelle und selbst erstellte Bewerbung ohne Vorlage ist jedoch empfehlenswerter.
Manchmal möchte das Unternehmen den Bewerber, die Bewerberin persönlich kennenlernen. Dann wird ein Termin für ein Vorstellungsgespräch vereinbart. Falls eine Stellenzusage für ein Praktikum, eine Ausbildung oder eine Arbeit erteilt wird, muss ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Praktikant, Azubi oder Arbeitnehmerin abgeschlossen werden. Der Vertrag regelt die Ansprüche des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin. Darin sollte unter anderem festgelegt werden, wie viel Lohn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin erhält, wie lange die Probezeit erfolgt, der Anspruch auf Urlaubstage im Jahr, die tägliche Arbeitszeit, die Kündigungsfristen, der Arbeitsort, die Tarifverträge bzw. Betriebsvereinbarungen, die ergänzend gelten und vieles mehr. Ich hatte keine Ausbildung gefunden. Ich wollte damals irgendwas im Medizinischen, also Arzthelferin oder so machen. Hatte auch meine Praktikas gemacht in der Realschule dort. Und habe mich dann ziemlich spontan für ein Praktikum entschieden, im Kindergarten. Okay, und das war dann ein längeres Praktikum? Ja, ich habe das dann für ein Jahr besucht, also in die Einrichtung. Damals war es auch so, dass ich war unter 18. Es gab noch nicht diese Schulpflicht, die man da machen muss. Die gibt es jetzt aber seit ein paar Jahren. Dass man, wenn man ein Praktikum macht, trotzdem noch irgendwie über eine Schule begleitet wird. Mhm. Und dann, damals war es nicht so. Ich habe wirklich ein einjähriges Praktikum gemacht über die Stadt, also im öffentlichen Dienst, in einem Kindergarten von denen und war ein ganzes Jahr im Kindergarten dabei. Das war dann eigentlich so wie ein freiwilliges soziales Jahr. Vielleicht ist. Und das war toll. Es hat mir Spaß gemacht. Die Rückmeldung, die ich sowohl von den Pädagogen gekriegt habe, auch als von den Eltern, waren so, dass die haben gesagt, hey, mach das, das liegt dir. Und dann habe ich mich beworben auf der Christiane-Herzog-Schule für die Erzieherausbildung. Schon während der Schulzeit wird oft die Frage nach dem Berufswunsch gestellt. Vielen Menschen fällt es schwer, einen Beruf zu finden, der passgenau den eigenen Stärken und Interessen entspricht. In Deutschland gibt es viele Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Da ist es schwierig, einen Überblick zu bekommen und eine Auswahl zu treffen. Es gibt jedoch viele Unterstützungsangebote, die in der individuellen Berufsfindung weiterhelfen können. Ein Termin für eine persönliche Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit kann telefonisch oder online angefragt und vereinbart werden. Die Berufsberatung unterstützt bei Berufsorientierung, zeigt Ausbildungsfelder und Studiengänge auf und informiert über Fördermöglichkeiten und den Arbeitsmarkt. Eine einfache Möglichkeit, um Berufe vor Ort kennenzulernen, bieten Praktika. Interessenten können hierfür direkt bei Unternehmen oder öffentlichen Stellen anfragen, für die sie sich interessieren. Ein Praktikum muss nicht lange dauern. Hierfür können auch nur ein paar Tage in den Schulferien ausreichen. Praktika werden in der Regel nicht vergütet. Einige Unternehmen bieten auch bezahlte Ferienjobs an, in denen SchülerInnen einen Teil der Schulferien nutzen, um im Unternehmen mitzuarbeiten, etwas Geld zu verdienen und Berufseinblicke zu sammeln. Es gibt ja auch mittlerweile so praxisintegrierte Ausbildung als Erzieher. Die PIA? Das war eine schulische. Ich habe die schulische, damals gab es die PIA noch nicht. Ich habe mich für die schulische entschieden. Ich habe sie auch gewählt, weil ich das Fachabi mitmachen konnte. Ah, okay. Mhm. Und das habe ich dann, ich habe sowohl die Erzieherausbildung als auch diese Fachhochschulreife in Sozialpädagogik gemacht und Wie sah dein beruflicher Werdegang, sage ich jetzt mal, so nach deiner Erzieherausbildung aus? Der Erzieherjob an sich ist echt cool. Er hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hätte ihn auch wahrscheinlich bis zur Rente gemacht, mit viel Freude. Aber ich bin dann Mama geworden und dabei wurde festgestellt, dass ich eine Fehlstellung habe mit dem Knie. Und dann hieß es, ich soll mich umschulen lassen, weil ich den Job nicht bis zur Rente machen könnte. Okay. Und das war dann gesundheitlich bedingt die Frage, was mache ich jetzt? Da war ich viel im Austausch mit meinem Mann. Ich wollte dann nochmal eine Ausbildung machen für einen Bürojob. Und ich wollte gerne in dem Bereich bleiben. Ich hatte damals auch die Agentur für Arbeit aufgesucht, Berufsberatung, hatte da ein Gespräch. Und es lief schon darauf hinaus, dass ich gerne studieren möchte. Und im Endeffekt habe ich das dann auch gemacht. Ich habe mich dann entschieden für ein Studium und studiere jetzt im sechsten Semester Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. Du hattest ja die Herausforderung nicht mehr mit dem Deutsch, sage ich mal, mit der deutschen Sprache, als du angefangen hast zu studieren. Aber du hast dich dennoch so ein bisschen damit beschäftigt, weil du als Übersetzerin, als Ehrenamtliche unterwegs warst. Kannst du mir kurz erklären, in welchem Rahmen das war und was so deine Aufgaben waren? Also ich habe ja
für die Stadt als Erzieherin schon selber auch ab und an mal, was heißt sie übersetzt, aber wenn ein Elterngespräch war und die wussten, hey, wir haben eine Pädagogin, die spricht es, dann war ich dann da. Und ich habe halt immer gemerkt, es hängt wirklich echt am Bildungssystem. Also wie alle Eltern auf der Welt wollen sie das Beste für ihre Kinder und alle Möglichkeiten und dass es ja nicht daran scheitert. Aber die sprachliche Barriere ist halt, da merkt man immer, das hapert an dem. Und dann dachte ich immer so, Brücken schaffen. Und das Thema Migration hat mich immer beschäftigt, weil es mich, ja, das ist ein Teil von mir. Ich habe dann, ja, mich entschieden, auch während dem Studium belege ich viel in dem Bereich Migration, also Antidiskriminierung, also viele Seminare und Kurse, die sich mit dem Thema befassen. Und habe mich auch dann für mein fünftes Praxisstudiensemester entschieden, dass ich es bei der Stabsstelle mache, Partizipation und Integration bei der Stadt Heilbronn. Und die befassen sich ja auch viel damit und machen auch ihre Sprachmittler, die sie da einsetzen. Und dann habe ich das, ich habe davon davor schon gehört, konnte aber während dem Praktikum das auch mal machen. Die haben dann mich gefragt, ob ich das machen möchte, gerade weil ich Sozialpädagogik studiere und es viel in dem Bereich ist. Also gerade in den Wohlfahrtsverbänden, auch an den Schulen und Kindergärten wird übersetzt. Und dann war ich da und habe mich entschieden, ich mache das jetzt. Ich mache die Schulung mit. Und dann habe ich die Schulung mitgemacht für die Elternmultiplikatoren. Die habe ich jetzt im Mai abgeschlossen. Danke. Und jetzt bin ich offiziell ein Sprachmittler für die Stadt Heilbronn und für den Landkreis. Und ich sehe halt den Mehrwert. Ich sehe das, diese Mittlerrolle, die man da hat bei den Gesprächen, sowohl für die Lehrer und Lehrerinnen als auch für die ganzen Pädagogen. Und ja. Würdest du anderen Menschen auch so eine ehrenamtliche Tätigkeit empfehlen? Also, ich habe die Erfahrung gemacht vor der Ehrenamtstätigkeit und es haben bestimmt viele, die einen Migrationshintergrund haben und mehrsprachig aufgewachsen sind, dass sie immer mal wieder übersetzen und es war nie so ein professioneller Kontext, wie es als Ehrenamtlicher ist. Und man konnte auch gar nicht neutral sein, weil man die Person kannte oder Familie war oder so. Von daher denke ich mal, also ich empfehle es jedem. Ich sage auch, es gibt die Möglichkeit, wenn ihr Zeit und Lust habt, warum nicht? Ja. Man tut was Gutes und es macht Spaß eigentlich. Ich lerne viele Leute kennen, ja. Ja, schön. Aber was würdest du denn jetzt Menschen raten, die eben schon älter sind und ganz neu in Deutschland oder vielleicht auch gerade eben vor der Herausforderung stehen, dass sie gar nicht wissen, wie man denn am besten Deutsch lernen kann? Fallen dir da irgendwelche Tipps und Tricks ein? Das, was wir bei meinem Mann gemacht haben, mein Mann ist ja mit Anfang 20 nach Deutschland gekommen. Er hat gern Fernsehen geschaut, auf Deutsch. Er hat viel gelesen. Das war auch sehr wichtig. Und er hat einen Deutschkurs besucht. Und das empfehle ich eigentlich jedem. Ja, was sind denn so deine Ziele und Wünsche für deine nächsten Jahre? Hast du da so was Bestimmtes im Kopf? Ich würde erstmal erfolgreich, hoffentlich in diesem Herbst meinen Bachelor schreiben. Ja, da drücke ich dir auf die Daumen. Ja. Danke. Und dann werde ich mich bewerben für eine Stelle ab nächsten Jahr als Sozialpädagogin oder Sozialarbeiterin. Und hoffentlich kriege ich da was in Teilzeit als Mama. Ich will nicht Vollzeit, ich möchte nicht gerne wieder Vollzeit einsteigen. Und meine Wünsche sind einfach, dass wir, ja, gesund, meine Große steigt dieses Jahr in Schule ein. Bin ich auch mal gespannt, dass ich es jetzt von der Seite erlebe. Ja, und sonst alle glücklich und gesund. Ja, super. Du fühlst dich jetzt momentan sehr wohl in Deutschland, würde ich sagen. Hast du irgendwie auch Pläne, langfristige, noch neue Länder zu bereisen? Ja, mein Mann und ich sind am Überlegen, ob wir auch eine Zeit lang mal auswandern. Da war die Überlegung, ob wir sogar wieder zurück in den Kosovo gehen für 1-2 Jahre. Seine Eltern leben dort, also ein Großteil seiner Familie lebt dort. Und ob wir da ein bisschen Fuß fassen wollen, aber oder in die skandinavischen Länder. Mhm. Aber auch wirklich nur für 2-3 Jahre und dann wieder zurück. Ich habe den Fall in meiner Familie. Meine Schwester ist auch jetzt für 3 Jahre ausgewandert, kommt aber diesen Sommer wieder zurück. Ja, beruflich bedingt war das bei ihr und wäre es auch bei mir einfach was Neues zu erleben. Ja, es kann ja auch bereichernd sein, in jedem Fall. Und die deutsche Ausbildung und das Studium, also es wird im Allgemeinen gut im Ausland anerkannt, von daher. Ja, super. Wenn du an Deutschland denkst, hast du dann auch einen Lieblingsort? Ja, ich war letztes Jahr in St. Peter-Ording. Das ist so auf meiner
Top-Ten-Liste, ziemlich weit oben. Oder Bodensee finde ich sehr schön. Alles mit Wasser erdet mich. Und Berge liebe ich auch. Also Schwarzwald oder dann weiter unten noch. Bist du dann in deiner Freizeit auch so ein aktiver Mensch, wo gerne wandern geht? Absolut. Ja. Ja. Wir kennen uns ja aus dem Landratsamt. Du arbeitest dort. Kannst du kurz erzählen, wie lange du schon dort arbeitest und wie du zu dieser Tätigkeit gekommen bist? Also im Landratsamt arbeite ich tatsächlich schon seit meiner Ausbildung. Das sind jetzt 26 Jahre. und war dort in unterschiedliche Bereiche. Und jetzt auf dieser Stelle, wo wir beide uns jetzt kennengelernt haben, da bin ich erst seit Februar 2021. Und welche Ausbildung hast du gemacht? Ich habe die Ausbildung gemacht zum mittleren Dienst, also Beamtin. Und dann ging es weiter. Dann habe ich eine Weile im Landratsamt gearbeitet und dann noch die Fachhochschulreife nachgeholt. Und dann habe ich meine Kinder bekommen. Und danach habe ich dann noch meine Weiterbildung gemacht für den gehobenen Dienst. Berufliche Aus- und Weiterbildung ist in Deutschland sehr wichtig. Für viele Berufe ist es notwendig, nach der Ausbildung weitere Qualifikationen zu erwerben oder auch während der Berufstätigkeit das eigene Wissen aufrechtzuerhalten oder zu vertiefen. Dafür gibt es verschiedene Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Bundesagentur für Arbeit ist eine wichtige Ansprechstelle, wenn es um ihre berufliche Weiterbildung geht. Das Erkundungstool NewPlan der Agentur für Arbeit bietet über Testmodule die Möglichkeit, mehr über persönliche Fähigkeiten zu erfahren und gibt eine Übersicht über passende Entwicklungsmöglichkeiten und dazugehörige Weiterbildungen. Informationen und Beratungen zur beruflichen Integration und Weiterbildung gibt es auch beim Förderprogramm Integration durch Qualifizierung. Oft bieten auch Arbeitgeber selbst solche Weiterbildungen an. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, sollten Sie mit Ihrem Arbeitgeber sprechen. Wer eine selbstständige Tätigkeit ausüben möchte, kann sich zum Beispiel unter dem Existenzgründungsportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie www.existenzgründer.de oder der Gründerplattform www.gründerplattform.de informieren. Und was gefällt dir an deinem Beruf? Also die Ausbildung selbst ermöglicht einem große Vielfalt. Das heißt, man kann seine Interesse entsprechend, wenn man denn ein bisschen Glück hat, eine Stelle erwische, die das Potenzial schon fördert. Also sei es jetzt für jemand, der gern rechnet und eher was mit Zahlen zu tun haben möchte oder jemand, der eher in den sozialen Bereich geht, so wie wir beide das jetzt machen, mit Menschen dann. Und hattest du schon immer diese Berufsvorstellung oder wolltest du mal als Jugendliche etwas ganz anderes werden? Ich wollte was völlig anderes werden. Okay. Ich wollte immer Ballerina werden. Oh ja, das ist ein schöner Berufswunsch, ja, auf jeden Fall. Oder Schauspielerin war auch so auf meiner Liste, aber ja, meine Eltern sind sehr bodenständig und dann ging es doch in die Richtung. Also ich habe mich als Jugendliche da schon leiten lasse von dem Weg meiner Eltern, sage ich jetzt mal, in die Sicherheitsschiene. Und wie kamst du dann speziell auf diesen Beruf? Warst du bei einer Berufsberatung oder Ähnliches? Ja, ich war bei einer Berufsberatung und auch bei vielen Praktikas. Also es ging in alle möglichen Richtungen, auch eher in den Bereich Kreatives. Letzten Endes war es aber so, dass ich einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr zur Schule wollte. Und das war die erste Zusage und dann war es wohl das. Du hattest jetzt nicht irgendwelche Lieblingsfächer, die schon so darauf hingedeutet haben, dass du mal in der Verwaltung arbeiten wirst? Absolut nicht. Was waren denn so deine Lieblingsfächer? Meine Lieblingsfächer waren Sport und BK, also Bildende Kunst. Da war ich auch richtig gut drin. Also das waren so die Fächer, wo mir sehr leicht gefallen sind. Mhm. Ja, wo ich sage, es ist wirklich so, wenn dir was liegt, dann fällt dir das Lernen leicht. Schwieriger war es bei mir mit der Fremdsprache zum Beispiel. Ja, Mathe, Physik, das habe ich auch gern gemacht. Also eigentlich passt es gar nicht zu dem, was ich jetzt mache. Aber meine Liebe zu den Menschen, also es gibt für mich nichts Spannenderes, wie Menschen kennenzulernen und auch die Kommunikation zwischen Menschen und die Denkweise und wie ein Mensch sich verhält und so weiter, das finde ich hochinteressant. Ich denke, du musst uns jetzt mal kurz erklären, was du denn eigentlich genau machst, was deine Aufgaben sind
und weshalb du ansprichst, dass da besonders der Kontaktaufbau zu Menschen wichtig ist in diesem Beruf. Also das, was ich jetzt gerade machen darf, da geht es um Elternmentore. Das sind ehrenamtliche Dolmetscher, die vermitteln zwischen Schule und Eltern oder Kindergarten und Eltern. Das heißt, es ist so eine Brücke, die stattfindet, dass ausländische Familie, die deutsche Sprache noch nicht so gut können, dass die einfach eine Hilfestellung bekommen und dann über die Kommunikation sich eine Tür auftut, wie der Weg weitergeht. Und hat jeder die Möglichkeit, dieses Angebot der Elternmentoren zu beanspruchen? Ja, absolut. Und wie läuft dann so eine Vermittlung ab? Also die Schule meldet sich bei uns. Die Schule hat ja den direkten Kontakt zu dem Schüler und zu den Eltern. Und da, wenn da Bedarf ist, dann meldet die Schule sich bei uns. Und dann gucke ich nach, wer passt denn da und wer hat Zeit und frage an, ob denn derjenige an dem Tag verfügbar ist. Und dann vermitteln wir die Person an die Schule. Und gab es schon, ja, du bist ja noch nicht lange in dem Beruf, aber gab es schon so ein Moment, der dich so positiv gestimmt hat oder richtig beeindruckt hat? Absolut. Also das bereichert einen sehr, gerade der Kontakt mit den Menschen. Da die Gespräche, ob jetzt am Telefon oder persönlich, das ist sehr berührend, was man da mitbekommt. Und die Geschichte, was da alles schon passiert ist in dem Leben, auch von jungen Menschen. Also ich habe auch teilweise Studenten da sitze oder kürzlich war ein junger Mann da, der war Anfang 20 und was alles schon passiert ist in dem Leben und wie diese Person dadurch sich entwickelt hat und gewachsen ist und sich einsetzen möchte, ehrenamtlich, um anderen zu helfen, weil sie einfach wissen, wie es ist, hierher zu kommen und die Sprache noch nicht zu können und dass diese Hilfe, die es da gibt, dass die ein Wegweiser sein kann oder den Weg in eine Richtung lenken kann, wo es das Leben positiv beeinflusst. Und das ist so unglaublich schön. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man dann als Elternmentor erfüllen muss oder Elternmentorin? Du hast jetzt gerade schon gesagt, es war auch ein 20-Jähriger schon da, also gibt es ein Mindestalter oder braucht man besondere sprachliche Nachweise? Also volljährig muss man sein und es ist so, dass man Deutsch können muss. Also man muss ja dann auch übersetzen und den Lehrer verstehen. Das heißt, deutsche Sprache muss man beherrschen und die Muttersprache, das ist alles. Und eben diesen Wunsch oder diesen Wille mitbringen, andere zu helfen und diese Gabe zur Verfügung zu stellen, also ich immer beeindruckt bin. Wenn man jetzt Elternmentor oder Mentorin werden möchte oder vielleicht auch diese Unterstützung in Anspruch nehmen möchte, kann man sich dann direkt an dich wenden oder wie läuft das ab? Unbedingt, ja. Also gern bei mir anrufen, so läuft es meistens ab. Die Menschen rufen mir an oder schicken mir eine E-Mail und dann nehme ich Kontakt auf. Dann findet ein kleines Gespräch statt bei uns im Landratsamt und da lernt man sich ein bisschen kennen. Und dann darf man sich anmelden bei der AIM zu einer kostenlosen Schulung. Die ist sehr umfangreich und sehr interessant. Also man lernt auch fürs Leben und eben auch was über das Schulsystem. Und dann dann geht's raus, dann geht's an die Schule, an den Kindergarten, was auch immer. Es kam aber auch schon vor, dass wir Sprache hatten, die so rar sind bei uns, dass die Elternmentore schon vorher Einsätze hatte, bevor die Schulung abgeschlossen war. Hatte ich jetzt erst wieder eine Frau, die ich dann gefragt habe, ob sie sich's zutraut. Und die konnte sich's vorstellen und hat sich auch sehr gefreut, gleich voll einzutauchen. Die deutsche Sprache kann für Neuzugewanderte und Geflüchtete, insbesondere in der Anfangszeit, ein Hindernis darstellen. Diese Sprachlosigkeit kann in Gesprächen in Kindertageseinrichtungen und Schulen oft zu negativen Folgen in der Kommunikation führen. Das eingeschränkte Wissen über das deutsche Bildungssystem sowie kulturell bedingte unterschiedliche Sichtweisen können diese Gespräche zusätzlich erschweren.
Das Netzwerk ehrenamtlicher Elternmentoren hilft, diese Situation langfristig zu verbessern und Menschen mit Migrationshintergrund zu unterstützen. Elternmentoren sind Ehrenamtliche, die zum Beispiel bei Elterngesprächen oder Elternabenden an Kindertageseinrichtungen und Schulen dolmetschen und dabei über das deutsche Bildungssystem informieren sowie zwischen den Kulturen vermitteln. Sie sind neutral, auf die Einsätze durch entsprechende Schulungen vorbereitet und unterliegen der Schweigepflicht. StadtkreisbewohnerInnen wenden sich für die Anfrage an die Stadt Heilbronn. Dort heißen die ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen ElternmultiplikatorInnen. LandkreisbewohnerInnen wenden sich bei Bedarf an ehrenamtliche Übersetzung an das Landratsamt Heilbronn. Dort heißen die ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen ElternmentorInnen. Für ihre Einsätze erhalten die ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen eine kleine Aufwandsentschädigung je Einsatz. Das Ehrenamt bietet sich an, um Kontakte zu knüpfen und Menschen weiterzuhelfen. Für das Netzwerk sind wir laufend auf der Suche nach Freiwilligen. Voraussetzung ist, dass sie neben Deutsch noch mindestens eine weitere Sprache beherrschen. Dabei sind schriftliche Kenntnisse nicht erforderlich. Die Bereitschaft zur Teilnahme an einer Qualifizierung von 11 Vormittagen wird ebenfalls vorausgesetzt. Die Absolventen erhalten eine Teilnahmebestätigung und nach praktischen Einsätzen zusätzlich ein Zertifikat. Alle Links finden Sie unten in der Infobox. Und würdest du auch anderen Menschen ein Ehrenamt empfehlen oder dazu raten? Ja, würde ich unbedingt. Also es bereichert einen sehr. Würde heute sagen, dass aber jeder das auch im Alltag kann. Also alles, was ich dort bringe oder gebe von mir, kann ich auch überall sonst einsetzen. Also dieses von innen heraus meine Fähigkeit zur Verfügung stelle, muss ich jetzt nicht unbedingt durch einen Verein. Und wenn ich die Zeit nicht finde oder die Möglichkeit, dann kann ich das auch immer geben. Ja, sehr schön. Hast du irgendwelche Ziele oder Wünsche, die du noch mit deiner Arbeit erreichen möchtest? Ja, also ich würde gern den Aufwand von unserem System, sage ich jetzt mal, das, was wir jetzt im Büro erledigen müssen, meine Kollegin und ich, das würde ich gern optimieren, dass der Ablauf etwas geschmeidiger, etwas einfacher stattfindet und wir mehr Zeit haben für tolle Projekte und für die Menschen selbst. Das, was noch ganz fehlt, ist dieser direkte Kontakt derzeit für mich, weil einfach durch Corona das bisher ausblieb, da öfters sich auszutauschen und sich zu treffen und einfach diese Präsenz mit den Menschen, das ist das Wichtigste. Das ist auch mit der Hauptgrund, warum die Leute das so gern tun, weil sie diesen Austausch so schätzen und auch dieses Miteinander und dieses Wachsen aneinander und die Geschichte zu hören, wie denn der andere das erlebt oder was dem passiert ist.